Die Fahnenweihe der restaurierten Liederkranzfahne beginnt mit einem Gedenkgottesdienst auf dem Essinger Friedhof. Es wird hierbei nicht nur der Gefallenen der Weltkriege gedacht, sondern aller Essinger Bürger, die ihre Spuren in diesem Ort hinterlassen haben. Ortsbürgermeisterin Susanne Volz erinnert mit ihrer Ansprache an alle diese Menschen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Gäste, Totengedenken heißt Rückblick, Besinnung und Erinnerung. Erinnerung an die Menschen, mit denen wir einen Teil unseres Lebens verbracht haben, mit denen wir in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, im Berufs- und im Vereinsleben gemeinsame Zeit verbracht haben. Jeder der Toten, derer wir in dieser Stunde gedenken, hat in seinem Umfeld Spuren hinterlassen. Spuren, die uns und unser Miteinander geprägt haben und bis heute noch prägen. Die dankbare Erinnerung ist die Brücke, mit der wir in Verbindung bleiben. Oder, wie es Saint-Exupéry gesagt hat, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Wir erinnern uns. Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie. Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. Solange wir leben, werden auch sie leben, denn sie sind ein Teil von uns, wenn wir uns an sie erinnern. Dies war aus Tore des Gebets. Liebe Freunde, geehrte Gäste, eine reparierte Fahne ist der Anlass dafür, dass wir uns hier auf dem Essinger Friedhof zusammengefunden haben. Eine restaurierte Fahne lehrt uns ein Stück die Systemtiefe von Geschichte zu begreifen. Eine aufgefrischte Fahne nötigt uns, einen Moment innezuhalten und die Blickrichtung zu wechseln. Der Umstand, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, hat viele Facetten. Eine davon ist, sich in Vereinen zu organisieren und zu engagieren. Gängiges Symbol war eine Fahne. Sie war das Zeichen der Identität und der Verbundenheit. Um sie scharte man sich. Die Fahne bekam einen Wert durch die Menschen, die zu ihr standen. Ähnlich dem Geldschein, der erst durch die Zusage der Bank wertvoll wird. Sie erinnern sich an den dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Er soll einmal gesagt haben, das Leben kann man nur rückwärts verstehen, aber leben muss man's vorwärts. Und das wünsche ich uns am Tag aller Heiligen. Amen. Den gefallenen Kameraden in den zwei Weltkriegen, ebenso wie denen, die in den auch heute noch viel zu zahlreichen Kriegsgebieten der Welt ihr Leben für den Frieden lassen mussten. Sie sind niemals vergessen, egal ob sie in fremder oder in Heimaterde ruhen. Aber wir gedenken auch allen verstorbenen Essingerinnen und Essingern, allen Angehörigen und Freunden, allen Menschen, die in unserer Erinnerung weiterleben. Anlässlich der heutigen Fahnenweihe des ehemaligen Liederkranzes steht hier geschrieben: Den Sängern des Liederkranzes zu Ehren, den Verstorbenen der Gemeinde zum Gedenken,
Arbeiterbildungsverein, Essingen, 1. November 2014. Tradition heißt Überlieferung, Aufgreifen von Geschichte und der bewusste Umgang damit. In unserer deutschen Geschichte rufen Fahnen bei dem einen oder anderen vielleicht ungute Erinnerungen hervor. An eine Zeit, in der die Fahnen vielleicht für Dinge geschwenkt wurden, die wir heute so nicht wieder erleben wollen. Aber sie symbolisieren auch Hilfe und Rettung, zum Beispiel beim Roten Kreuz oder die weiße Fahne als Zeichen des Friedens. Lassen Sie uns heute gemeinsam bei der traditionellen Fahnenweihe erleben, dass Gemeinschaft, Zusammenhalt und Idealismus gut tun, helfen und sogar Spaß machen können. Einfach so. Mit diesen Worten gebe ich weiter an unseren Organisationsleiter Rochus Reas, der sich in ganz besonderem Maße mit der Vorbereitung dieses heute so seltenen Festes befasst und sich eingebracht hat. Liebe Gäste, das Fest einer Fahnenweihe gehört in der geschichtlichen Entwicklung von Vereinen zu den ganz großen Höhepunkten des Gemeinschaftslebens. Auch wenn der Gesangverein Liederkranz nicht mehr existiert, wollen wir heute als Zeichen der Tradition, der Brauchtumspflege und Rückbesinnung auf die Bedeutsamkeit, die im neuen Glanz erstrahlte Liederkranz-Fahne weihen. Eine Fahne zählt zu den kostbarsten, schönsten. Der Organisationsleiter des ABV, Rochus Reas, hat sich in vorbildlicher Weise in ein doch recht umfangreiches Geschichtswerk eingearbeitet, um den Gästen der Fahnenweihe einen deutlichen Einblick in die Geschichte der Liederkranzfahne zu ermöglichen. Schriftliche Unterlagen über den Männergesangverein Liederkranz seien keine mehr vorhanden, aber es gelang Reas aus Aufzeichnungen, Festschriften, alten Protokollbüchern des Arbeiterbildungsvereins sowie aus dem Buch Jahresringe eines Dorfes von Wilfried Schweigert ein eindrucksvolles Referat der Fahnengeschichte zusammenzustellen. Es ist das Verdienst des ABV, die Liederkranzfahne als wertvolles Kulturgut erhalten zu haben und dank zahlreicher Spenden die Restaurierung der Fahne im Jahre 2013 in Auftrag geben zu können. Ihnen das gelungene Werk präsentieren zu können. Hören wir nun vor der Segnung ein Lied von MGV Essingen in Grußworte von Hartmut Doppler als Präsident des Chorverbands der Pfalz. Vielen Dank. Wenn heute unser Blick zurückgerichtet ist auf das Jahr 1893, dann kann auch sozusagen der Blick etwas weiter gefasst werden in das Jahr 1809. Hartmut Doppler zeigt in seiner Eigenschaft als Präsident des Chorverbandes der Pfalz die Entstehungsgeschichte der Liederkränze durch Hans-Georg Nägeli, ein Sohn des evangelischen Pfarrers Hans Nägeli aus Zürich, der mit viel musikalischem und pädagogischem Gespür das Singen in Liederkränzen populär machte. Er zollte dem Arbeiterbildungsverein seinen Respekt für die kulturbewusste Restaurierung der ehemaligen Liederkranzfahne und wollen uns bemühen, auch im Sinne des Liederkranzes, des ehemaligen Liederkranzes in Essingen zu wirken. Dankeschön. Musik.
erhalten war Pflicht, ebenso Freude als Sinnbild für Treue, wie früher zu heute. Verboten, befallen finden wir schon in alter Zeit, in den altorientalischen Kulturen, aber auch bei den Griechen und Römern, meist in Verbindung mit Feldzeichen. So finden wir in der Bibel des Alten Testament im 4. Buch Mose, 2. Kapitel, Vers 2, den bedeutsamen Satz: Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Alle Israeliten sollen bei ihren Feldzeichen lagern. Die Fahne steht für Zusammengehörigkeit und kameradschaftlichen Gemeinschaftssinn. Sie ist Ausdruck der uns Menschen innewohnenden Sehnsucht, nicht allein zu sein, sondern Menschen um sich zu haben, die füreinander einstehen und miteinander bestimmte Ziele und Ideale verfolgen. Die Fahne ist ein Symbol unverzichtbarer Werte und Tugenden. Eine trage des anderen Last, sagt uns die Bibel. Ich übernehme die Fahne und mache die Zielsetzungen der Vereinsgründer bewusst, die aufgestrickt sind. Gesang, Einigkeit, Gott und Vaterland. Lasst ehren uns mit fester Hand. Zum Gedenken und in Ehrfurcht an die gefallenen, vermissten und verstorbenen Mitglieder des ehemaligen Männergesangvereines widme ich diese Trauerschleife im Namen der Ortsgemeinde Essingen und seiner Bürger. Diese Fahnenschleife möge an die heutige Fahnenweihe erinnern und den Dank an die Spender, welche die Restaurierung der Fahne ermöglicht haben, zum Ausdruck bringen.